Hallo ihr lustigen Dinosaurier-Freunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Saurian. Wir sind jetzt ein halbstarker, Dakota-Raptor. Also ich glaube halbstark ist das richtig, also so ein Vorerwachsen, Pre-Adult wird das glaube ich genannt. Und in diesem Alter sind wir jetzt ein Killer und angeblich sind jetzt auch diese Eidechsen für uns eigentlich nicht mehr geeignet als Futter. Wobei ich die natürlich auch nehme, wenn ich sie kriege. Ich versuche gerade eben rauszukriegen, wo was ist. Er guckt auch gar nicht mehr so wirklich in die Richtung einer Eidechse. Ich glaube, die interessieren ihn nicht mehr wirklich. Ich gucke natürlich trotzdem. Also wenn ich eine kriege, ne, die großen, die sehen wir ja auch noch ständig hinterherrennen. Wenn ich eine kriege, jage ich eine, aber... keine Ahnung, ob es ein Pachy für uns das Richtige wäre. Was halt im Spiel noch fehlt, sind halt Jungtiere, ne? Dass man Jungtiere schlagen kann. So langsam aber sicher bekommen wir aber ordentlich Hunger. Ich glaube, ich muss mich mal beeilen, um irgendwo hinzukommen. Ich finde es lustig, ne? Wir haben ja wirklich beim letzten Mal den Erfolg bekommen, They are deadly with 8 months. Also... lernt man wieder was, ne? Mit 8 Monaten ein Killer sein. Wahnsinn. Menschliche Entwicklung ist halt dann doch sehr viel langsamer. Ich habe den Eindruck, dass ich die Eidechsen nicht mal mehr sehe. Könnte natürlich auch ein Grund sein, warum die Großen dann die Eidechsen nicht mehr finden, ne? Nicht mehr fangen können. Die KI rennt zwar hinterher, aber sie kriegen sie nicht. Ein Krokodil da drüben? Könnte sein im Wasser. Ich habe gelesen, dass diese Krokodile leicht zu besiegen sind, wenn man sie an Land bekommt. Aber tödlich sind, wenn man sie im Wasser versucht zu bekämpfen. Ich habe noch kein Krokodil gezeigt. Ich möchte mal eins zeigen. Ich speichere mal, bevor ich reingehe. Mal gucken, ob ich da rüberschwimmen kann und den Kollegen dann irgendwie an Land locken kann. Also ich kann momentan auch nichts schnüffeln. Ja, das ist auf jeden Fall ein Krokodil im Wasser. Ich finde übrigens diesen Dakota Raptor wirklich sehr elegant, so rein von der Optik. Kommt der angeschwommen? Ne, tut er nicht. Schauen wir was trinken. Ich habe gerade was gehört. Na, kommst du her? Komm her. Der will nicht. Aber da ist er, man sieht ihn eindeutig. Das ist ein Krokodil. Leider will der nichts von uns. Könnte sein, dass er nicht hungrig ist. Wäre jetzt aber trotzdem voll geil, wenn wir mal irgendwas finden würden. Einen anderen Raptor. Ich würde jetzt sogar einen Pachy angreifen. Ich meine, ist logisch, ne? Man ist hungrig. Ab einem gewissen Punkt wirst du verzweifelt als Tier. Ja, den greife ich nicht an. So verzweifelt bin ich dann auch nicht. Wobei ich alles aufesse, was er übrig lässt. Will ihn mal beobachten, ob der irgendwas jagt. Sollte aber selber nicht vernachlässigen, auch zu jagen. Wobei... ja, ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass der da ist. Da war irgendwas. Da war gerade eine. Das wäre zumindest was für den gröbsten Hunger. Da drüben ist... ah, da ist er, da ist er. Habe ich es erwischt? Nein, habe ich nicht. Da rennt sie. Ich glaube wirklich, dass ich die nicht mehr kriegen kann.
diesen Shit. Ich hab's erwischt. Ha! Gott sei Dank. Gröbster Hunger. Du wirst gestillt. Na? Jetzt haben wir's. Nom nom nom. Aber guck mal, wie klein das jetzt ist hier. Das ist jetzt für uns wirklich nur noch ein Happen. Also lohnt sich eigentlich gar nicht, sowas zu jagen. Das ist wirklich nur, um zu verhindern, dass man verhungert. Einfach mal quasi so wie so ein bisschen ein Apfel. Ein gutes. Für das Gefühl im Mund. Habe ich so den Eindruck. Guck mal, ob wir irgendwo noch was finden. Ich würde jetzt halt wirklich gerne diese Archeoraptoren jagen, weil ich habe gehört, dass die für uns jetzt wirklich spielend einfach geworden sind. Man darf nicht vergessen, der Dakota Raptor ist gehört zu den größten, wenn nicht sogar der größten Raptorart, die es gibt. Also lange, lange Zeit hat es ja immer geheißen, ja, die Darstellung von Raptoren in Jurassic Park damals wären total lächerlich, weil Raptoren würden niemals über 1,80 werden. Diese Spezies hat man festgestellt, der Dakota Raptor, der wurde über 1,80 groß. Alle anderen eher so 1,20 bis 1,50. Und da konnte dann im Nachhinein Steven Spielberg dann, glaube ich, auch so ein bisschen mit einer gewissen Genugtuung sagen, so, ja, sie gab es doch, diese großen Monster-Raptoren. Auch wenn es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die Wissenschaft diese gefunden hat. So, ich bin natürlich immer noch auf der Suche. Ich werde jetzt auch keine Eidechse irgendwie links liegen lassen, wenn ich eine sehe. Da bin ich so dreist. Oh. Aha! Hab ich dich. Nom nom nom. Auch nur wieder was für den kleinen Hunger. Aber Hauptsache, der Magen ist ein bisschen voller, ne? Ich finde das cool, dass man echt mehr essen muss, um dann satt zu werden. Weil man hat halt einen höheren Energieumsatz, ne? Du wirst halt größer. Du kannst halt einfach nicht mehr mit derselben Essensmenge auskommen. Umso größer du bist, du musst dann die Großen jagen. Oder zumindest die Größeren. Momentan fehlen diese Tiere halt noch so ein klein wenig. Da wart noch mal eine. Da hinten rennt sie. Aha. Aha. Habe ich sie erwischt. So. Die nehme ich auch noch mit. Okay, haben wir uns so noch satt bekommen. Habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Das ist ein Pachy. Wollen wir den angehen? Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Das weiß ich jetzt schon. Ich versuch's trotzdem. Hui! Oh, den halben Fluss haben wir überbrückt mit dem Sprung. Man muss noch dazu sagen bei dem Spiel, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es reagiert alles noch ein bisschen spät. Manchmal habe ich das Gefühl, dass gewisse Buttons erst reagieren, wenn man wieder loslässt. Da hoffe ich natürlich, dass dann auch noch so ein bisschen Feintuning daran gemacht wird. Ich beobachte ja gerade eben bloß, ob nicht noch irgendwo ein anderes Tier wäre. Weil ich gebe zu, ich möchte eigentlich diesen Pachy nicht angreifen, wenn ich nicht muss. Denn der wird uns töten. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich will es euch bloß gezeigt haben. Wobei, vielleicht wurde auch was gepatcht. Kann ja sein, ne? Ich meine, ich bin jetzt angeblich ein Killer. Also möchte ich auch bitteschön, dass ich auch eine Chance gegen die aktuelle Fauna habe. In dieser Gegend war ich noch nie. Es geht ja tatsächlich da drüben an Land, der blöde Pachy. Ups. Wir werden uns ihn jetzt hier holen. Zumindest versuchen uns ihn zu holen. Attacke. Ich spring natürlich drüber. Jetzt ist er sauer. Au! Guckt euch das an! Guckt euch das an, wie der uns vermöbelt hat! Ja, wir laden natürlich nochmal und versuchen es noch einmal. Ich muss halt auch zugeben, dass ich bis jetzt immer noch nicht so hundertprozentig diese Steuerung gewöhnt bin. Also dieses Flappen, das man mit Rechtsklick machen soll.
Was macht der jetzt? Wo ist der hin? Ich habe ihn gerade eben noch da hinten gesehen. Ach, der ist da, der steht da hinten. Ui! Gut, ich versuche es halt auf der Seite wieder. Also, dass ich halt einfach noch nicht so richtig weiß, ich muss irgendwie rechts klicken, aber trotzdem bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das Ganze zu funktionieren hat. Aber du gehst nirgendwo hin. Uah. Bleib doch da, du blödes Vieh. Ach, come on, ey. Unfassbar. Bleib da. Jetzt habe ich ihn verärgert, jetzt müsste er rauskommen, um uns zu bekämpfen. Ui. Boah, fuck! Habt ihr das gesehen, ey? Ja, also wie gesagt, gegen den Pachi haben wir interessanterweise halt noch gar keine Chance. Und deswegen sollten wir uns vielleicht überlegen, andere Tiere zu attackieren. Ein Shrike könnte man mal versuchen, die sind nicht so beweglich. Aber die halten halt auch deutlich mehr aus. Ich frage mich auch, ob es so Rudelmechaniken geben wird. Das wäre natürlich super. Das ist auch ein Pari. Das sind Triceratops. Noch mehr Pachycephalosaurier. Leider kein Archaeoraptor. Aber wie gesagt, ich habe mich ja versprochen, dass wir noch ein bisschen rumblödeln. Wir werden versuchen, diesen Triceratops zu reißen. Auch wenn wir keine Chance haben. Oh, warte mal, was ist denn das? Das ist einer, der jünger ist als wir. Den holen wir uns. Hallo, mein Freund. Ein Artgenosse. Kannibalismus. Ist jetzt ganz groß am Start. Wow. Uah, schon tot. Schon tot. Das war ja leicht. Ja, wir essen uns jetzt voll. Gar kein Problem. Wir haben jetzt tatsächlich einen jüngeren Artgenossen einfach mal so gekillt, ne? Und er ist schon weg. Tut das dann zwei Happen für uns. Also viel sind die auch für uns nicht. Das neue Lizard-Level, sag ich jetzt mal, ne? Ja, weil das so schön erfolgreich war, speichern wir das Ganze natürlich. Wo stehen wir jetzt eigentlich? Ja, wir sind noch einen halben Tag von nochmal einem Entwicklungslevel entfernt. So, komm, ich möchte diesen Shrike jetzt attackieren. Wir haben gerade gespeichert, wir können es uns erlauben. Oh, 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 wow, Glück gehabt. Und der ist jetzt natürlich stinksauer. Einfach ihn mal zu umrennen, aber das ist schwierig, weil der ist auch nicht von gestern. Wow. Wow. Jetzt ist er stehen geblieben. Ich brauche ein bisschen Ausdauer. Ich glaube, er hat gerade die Nase voll. Hat das Interesse verloren. Ich werde ihn nochmal versuchen zu attackieren. Ich habe keine Ahnung, ob die auch... Also die dürften auch Lebenspunkte haben. Irgendwie von hinten an ihn ran. Boah, Beweglichkeit for the win. Au. Hat mir jetzt ein bisschen weh getan. Boah. Und da haben seine Hörner uns einfach mal aufgespießt. Einfach mal so zack, ne? Also das Problem ist, wenn die dich halt in der Luft erwischen, dann bist du halt meistens instant erledigt. Also wie gesagt, wir sehen, gegen was wir eine Chance haben, ne? Gegen die halt leider noch nicht. So, da sind wir wieder. Okay, also wie gesagt, wir wissen jetzt, Pachy, schlechte Idee, Trike, schlechte Idee. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch eine gute Idee. Wobei wir gerade eben eigentlich auch gar nicht hungrig sind. Wir haben gerade eben nicht die Notwendigkeit zu jagen. Also haben wir die Möglichkeit, uns mal umzuschauen, ob es... Da ist nochmal ein Artgenosse. Den heben wir uns so später auf. Wie gesagt, in der Natur killt man auch nicht einfach nur so, weil man es kann. Man wartet ab, ob das
Tierchen nicht eventuell sogar später leckerer sein könnte. Beobachten wir den Kollegen. Das Problem ist übrigens, ich glaube nicht, dass der Pachycephalosaurus oder der Trike nicht per se besiegbar für uns ist. Ich glaube einfach nur, es dauert für uns A, deutlich länger durch die Haut zu kommen, weil unsere Zähne und Klauen halt einfach noch nicht stark genug sind. Und dann haben die wahrscheinlich auch noch ordentlich Lebenspunkte und wir machen einfach noch zu wenig Damage aufgrund unserer Bewaffnung, um da wirklich eine realistische Chance zu haben. Habt ihr gesehen, wir haben ja gerade eben so ein richtiges geiles Schnüffel. Emoticon hier gerade eben, also so. Da. Ich finde das voll cool, wie er dann rumschnüffelt. Und wir sehen jetzt hier das Gelbe. Das Gelbe ist also quasi der Artgenosse, den man natürlich jagen und fressen kann. Oh, da ist ein Archaeoraptor. Und ein anderer Artgenosse. Beobachten wir das Ganze mal. Drei Raptoren. Nur einer davon ist von unserer Art. Ich springe natürlich drüber. Fuck. Ist voll schwer, die zu treffen. Was? Ja. Es ist echt voll schwer. Ach, komm her. Ich krieg den nicht. Und tot. Einfach mal so das Genick weggebissen, ne? Ja gut, der ist halt auch viel kleiner als wir. Guckt euch den mal an. Der hat keine Chance. Nom. Ich warte mal, bis es hier voll ist. Fress mich wieder voll. Dann haben wir zumindest lange Zeit keinen Hunger. Ah, von dem kann man aber länger essen. Guck mal, jetzt haben wir wieder einfach nur ein Stückchen Fleisch. Ich glaube, das ist deswegen schon so, dass man nicht gleich runterschluckt, weil man wahrscheinlich dann seine Jungen füttern muss, ne? Man trägt es dann rum und kann das denen dann wahrscheinlich entsprechend geben. Okay, und das haben wir dann doch noch voll gefressen. Manchmal verstehe ich es nicht ganz. Also der ist jetzt drei Happen wert, dieser Archaeoraptor. Kann man sich merken, also wenn man richtig hungrig ist. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall leichter. Also man merkt, es wird leichter, wenn man das größere Raubtier ist. Ne? Dann kann man plötzlich mehr essen. Was für eine Überraschung. Muss man jetzt nicht ein mathematisches Genie sein, um das zu realisieren. Ich habe Bock nochmal, mich mit dem hier anzulegen. Und weg. Erlegt! Wahnsinn! Jetzt backe ich in ihm rum! Wahnsinn! Ich habe einen Pach! Es geht! Es ist möglich! Wenn man es schafft, oben zu bleiben. Nom, nom, nom. Oh, komm, der essen jetzt ganz auf. Das Problem ist, der hat so viel Fleisch, das ist fast gar nicht möglich. Wir haben es echt geschafft, einen Pachycephalosaurus zu reißen. Mmh, mein Fleisch. Lecker, 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 lecker. Okay, es ist wahr, sie sind Killer mit 8 Monaten, auch wenn es nicht leicht ist. Problem ist, ich glaube, der Kadaver lockt jetzt wahrscheinlich auch andere, ne? Das lilane, also das grün-lilane zeigt natürlich, lila heißt, glaube ich, Aas und das grüne heißt leckerer Pflanzenfresser. Das dürfte jetzt halt definitiv halt auch andere Raubsaurier anlocken. Ich nehme mir nochmal einen Happen, ist ja schließlich meins. Das schmeckt gut. Ich bewache meinen Kadaver natürlich. Von da drüben. Problem ist, die spawnen halt irgendwann mal weg, ne? Ich setze mich jetzt mal hin und schlafe mal eine Runde. Ich möchte jetzt nicht schon wieder nachts aktiv sein. Nachts sieht ein bisschen langweilig aus. Dann essen wir noch was zum Frühstück. Da liegt. Ich sehe ihn immer noch liegen. Gut. Irgendwann mal wird er despawnen. Das soll angeblich auch schon passiert sein. Lecker einen auch noch auf den Durst. Hey. Also, wie gesagt. Es ist nur schwieriger, glaube ich, mehr Schaden zu machen. Wenn wir halt voll ausgewachsen sind, sind die halt wirklich unsere easygoing-Ziele. Ich kann mir nochmal einen Schluck vertragen.
Nice. Oh, da kommt einer, der möchte jetzt hier anscheinend durch. Dann esse ich lieber noch mal ein bisschen. Der geht schnurstracks da jetzt einfach mal so über unseren Kadaver hinweg. Guck mal, der rammt ihn sogar noch an. Kein Respekt vor den, vor dem Futter von anderen. Ich hätte schon beinahe gesagt, kein Respekt vor den Toten. Natürlich hat er keinen Respekt vor den Toten. Schnüffel, schnüffel. Kann ich noch mal was beißen? Kann ich, gut. Diebisch renne ich einfach mal so weg, ne? Wir sind kurz davor, 4 zu werden. Hab keine Ahnung, ob im Alter von 4 wir dann noch einen Entwicklungssprung machen. Das wäre sehr, sehr interessant, weil wir haben dann quasi den frisch geschlüpften Level. Ist halt nur ein Tag, den musst du überleben, ne? Und dann müsstest du 2 Tage überleben, um quasi vom Jungtier zum Halbstarken zu werden. Und dann nur 1 Tag, um vom Halbstarken zum Erwachsenen zu werden. Wobei das auch nicht unlogisch ist, ne? So Kindheit bei Menschen ist ja jetzt auch Babyalter im Verhältnis, wie lange das dauert, zum Kindesalter. Ist halt auch mal Faktor 1 zu 12. Und, also auch ein längeres, will ich damit sagen, ne? Nicht, dass das hier einfach ein Faktor von 11 zu 12 wäre, sondern es ist einfach deutlich länger als das Babyalter. Und, das Jugendlichenalter ist auch deutlich kürzer als das Kinderalter, weil als Jugendlicher willst du ja erst ab 13. Und dann halt bist du 18 bist im Grunde. Dann bist du erwachsen, ne? Dann bist du kein Halbstarker mehr. Und das macht auch Sinn, weil, also, wir sind einfach mal gespannt, ne? Wir haben nicht mehr allzu viel abzuwarten. Bin natürlich gespannt. Ne? Ich möchte natürlich auch ein Adult werden und dann auch mal versuchen, den Trike zu reißen. Ich benutze leider immer noch diese Arc-Begriffe. Man ist das gewöhnt. Aus dem Grund benutze ich die ständig. Und ihr seht, was an so einem Pachycephalosaurus an Fleisch dran ist. Ne? Da kannst du wirklich... Du reißt es Vieh einmal erfolgreich und alles ist gut. Der Grund, warum ich es, glaube ich, bisher nicht geschafft habe, einen Pachycephalosaurus zu reißen, liegt einzig und allein daran, dass ich noch nie in diesem Entwicklungsstadium war. Und das macht halt den Unterschied. Ich speichere nochmal, dass nicht, dass mir jetzt hier irgendwie das abraucht oder so. Das ist eine Beta, ne? Kann passieren. Dinge können abrauchen, die nicht abrauchen sollen, aber sie tun es trotzdem und keiner fragt. Ich gehe einfach wieder hin, das ist immer noch meins. Bin mal gespannt, ob ich den irgendwann wegfuttern kann. Die sind auch fast so groß wie er, ne? Voll geil. Wir können uns mal das Model so also ein bisschen näher angucken. Wow, jetzt buggen wir wieder drin rum. Ihr seht auch... Wow! Er ist verschwunden. Mein Kadaver ist verschwunden. Nein, er war doch so lecker. Ja gut, wie gesagt, also früher oder später despawnen die halt leider. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal. Weil es natürlich auch geil wäre, ne? Also gerade dieser Modus halt Aas zu jagen. Oh Gott, ich muss aufpassen, nicht, dass er mich haut. Also hauen heißt in dem Fall einfach, der könnte einfach über mich drüber laufen und zertrampelt mich. Weil er so groß ist. Der kann das, der ist groß genug dafür. Muss ich nicht haben. So, wir stehen kurz davor. Tag 4, bin gespannt, ob er dann wieder kommt. Setz dich nochmal hin und drücke C. Das kommt dann immer rechts oben, wenn du das nächste Entwicklungsstadium einnehmen kannst. Oder ob es einfach nur dann nochmal so ein weiterer Tag auf uns zukommt, den wir dann überstehen müssen. Aber wir sind schon deutlich größer. Guckt euch mal hier allein diese Büsche an. Diese kleinen Bäume oder was auch immer. Ah, nee. Okay, so wie es aussieht, müssen wir nochmal einen ganzen Tag überstehen. Ich werde das jetzt mal weitgehend ohne euch machen, bis wir dann halt zum Adult werden und dann werde ich euch darüber unterrichten, wie lange das gedauert hat. Macht's gut, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.